Hallihallo, ihr befindet euch in Karos Einfallsreich, im wunderschönen Schwabach. Letzte Woche habe ich euch das ganz schnelle, fixe Mini-Album gezeigt. Und manchmal, da muss es ja auch einfach schnell gehen. Deswegen habe ich diese Woche für euch eine schnelle Funfold-Karte. Die ist schon irgendwie schick, die macht ein bisschen was her, aber es ist relativ wenig Bling-Bling dran und wenig Zusatzmaterial nötig. Deswegen sind wir damit auch relativ schnell fertig. Gearbeitet habe ich da mit dem Stempelset Biggest Wish. Das ist im Hauptkatalog. Das gibt es auch auf Deutsch, aber ich persönlich bevorzuge da jetzt die englische Variante, weil ich einfach Happy Birthday ein bisschen nicht ganz so lahm finde wie schönen Geburtstag. Deswegen, ich habe es auf Englisch, aber würde natürlich auf Deutsch genauso funktionieren. Genau, und dann habe ich noch ein bisschen was von der Celebration genommen. Die gibt es ja nicht mehr lange. Also Celebration endet am 30. September. Das heißt, wenn ihr da noch was haben wollt, wenn ihr euch noch ein gratis Produkt schenken lassen wollt, dann bestellt schnell noch für 60 Euro was. Bis zum 30. September könnt ihr euch noch eine gratis Prämie dazu aussuchen für jeden 60 Euro Bestellwert. Und ich arbeite hier mit dem Designerpapier geschmackvoll gemalt. Das finde ich cool, weil das ist nämlich in Schwarz-Weiß gehalten und das macht unser Layout hier auch so schnell abwandelbar, weil man da einfach, also zu Schwarz und Weiß kann man halt einfach jede Farbe dazu kombinieren. Deswegen irgendeine knallige Farbe, Schwarz und Weiß, düdüm, fertig. Ich habe hier gearbeitet mit Glutrot. Wir machen jetzt aber eine Karte in Bonbon-Rosa, weil ich Rosa mag. Überraschung, falls ihr es noch nicht festgestellt habt. Ich mag Rosa und das beißt sich echt ganz grausam. Das legen wir mal ganz schnell weg. Im Übrigen, die Materialien, die ihr dafür braucht, die sind anfängerfreundlich, weil ihr braucht nämlich dreierlei Farbkarton. Ihr braucht zwei Stempelkissen, zwei verschiedenfarbige, also einmal das, was zusammenpasst und das, was zusammenpasst und weiß. Und eben dieses Designerpapier und noch ein bisschen Band und dann seid ihr eigentlich schon fertig. Und mit den Produkten zusammen kommt ihr ja circa ungefähr bei den 60 Euro raus. Ein bisschen was müsst ihr noch mit drauf geben. Das ist also insofern ganz, ganz praktisch, weil man nicht allzu viel Material braucht. Gut, also ich habe gesagt, wir werden in 5 Minuten fertig mit diesem Ding. Deswegen höre ich jetzt mal auf zu labern und fange an zu basteln. Wir nehmen uns gleich unseren pinken Farbkarton, unseren Bonbon-Rosa Farbkarton her. Legen den mit der langen Seite ein von unserem DIN A4 Blatt und schneiden uns erstmal einen 5,5 Inch breiten Streifen runter. Und ich arbeite hier absichtlich in Inch. Ihr findet die Zentimeterangaben unten in der Infobox, natürlich auch die Inch-Angaben. Aber hier ist es sehr praktisch, in Inch zu arbeiten. Dieses Stück Papier hat jetzt nämlich die Maße 5,5 mal 8 1/4. Und normalerweise würden wir uns den jetzt so reinlegen und jetzt hier so weiterfalzen. Ich drehe den jetzt aber einmal so noch rum, weil wenn ihr das seht, vielleicht sieht man das jetzt hier in der Kamera. Hier hat es vom Schneiden so einen kleinen Grat und dem möchte ich, dass der auf der Innenseite von der Karte ist. Deswegen drehe ich mir das jetzt um. Erkläre ich euch gleich, warum. Und wir machen jetzt zwei Falzen. Einmal die normale in der Mitte, nämlich bei 4 1/8, also unser 10,5 Maß. Ja. Und jetzt wird gleich deutlich, warum ich hier absichtlich Inch genommen habe, weil die Hälfte von 10,5 ist 5,25. Die Hälfte von 4 1/8 ist 2 1/16 und da haben wir einen Strich, nämlich genau hier. Das ist dieser kleine Strich direkt nach dem 2-Inch-Maß. Und deswegen ist Inch hier meiner Ansicht nach leichter zu basteln, weil wir da einen Strich haben und nicht raten müssen. Also falzen wir hier nochmal, nämlich bei 2 1/16 Inch. Gut. Solange wir das Schneidbrett noch hier haben, schneiden wir jetzt auch gleich weiter. Und zwar schneiden wir einen Streifen in schwarzen Farbkarton. Der hat die Breite 3 1/4 Inch und von der Länge her kriegt er 4 1/2 Inch. Auch da
Alle Angaben unten in der Infobox müsst ihr jetzt nicht mitschreiben. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Designerpapier. Da schneiden wir uns einen Streifen runter, der die Breite 3 Inch hat. Wenn ihr übrigens einen Musterverlauf habt und diese Querkarte so basteln wollt wie ich, dann muss das Muster jetzt hier schräg liegen. Also Muster oben ist jetzt links. 3 Inch. Und in der Länge 4 Inch. Und der geneigte Mathematiker erkennt jetzt, 3 Inch und 4 Inch geht in 12 Inch gut auf. Ist Absicht. Halt, Lisi, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch ein Stück Grundweiß. Und zwar habe ich da schon irgendwas vorgestellt. In der Breite 1 1/4 Inch. So. Dann sind wir mit dem Papierschneider erstmal durch. Der kann zur Seite. Was machen wir zuerst? Stempeln wir zuerst? Ja, wir stempeln zuerst, weil dann können wir hinterher nur noch schnell zusammensetzen. Also, wir stempeln in Bonbonrosa oder jeder anderen Farbe, die euch gefällt, dieses große, fettgedruckte Birthday. So, jetzt kommt die Herausforderung, dass ich das gerade hier hinkriege. Und ich möchte, dass links, oben und unten der gleiche weiße Rand ist und dieses Birthday gerade auf diesem Streifen drauf ist. Und das ist jetzt, wie gesagt, eine kleine Herausforderung für mich, weil ich kann nicht gescheit drüber gucken, weil die Kamera im Weg ist. So. Und mein Stempelkissen ist sehr nass, stelle ich fest. Deswegen läuft mir das Birthday jetzt ein bisschen aus. Ich finde es jetzt persönlich nicht ganz so dramatisch, aber hier mein rotes Stempelkissen ist nicht so feucht gewesen. Und da sieht man, da sind die Konturen schöner geworden. Gut. Und dann habe ich natürlich noch ein schwarzes Stempelkissen, weil jetzt haben wir ja nur, bis jetzt haben wir nur Birthday, aber Happy soll er auch sein. Da färben wir uns jetzt das Happy in Memento Schwarz ein. Da gucke ich jetzt auch, dass das hier einigermaßen gerade drauf landet. Schauen wir mal, ob ich das kann. Naja, ist selber gemacht. Gut. Das kann auch beiseite. Legen wir mal ganz weit weg, dass ich jetzt da nicht da rein datsch. Und dann nehmen wir uns nochmal den Papierschneider und kürzen das ein, sodass hier und hier gleich viel weißer Rand ist. Also so circa bei 2,5 Inch, vielleicht ein bisschen mehr. Oh, schaut ganz gut aus so. So. Perfekt. Jetzt müssen wir die Karte eigentlich nur noch zusammensetzen. Als allererstes nehmen wir uns einen Flüssigkleber. Jetzt habe ich schon wieder, weiß ich schon wieder nicht, wo oben und unten ist bei diesem Papier, aber das ist eigentlich auch wurscht. Und klebern uns das Designerpapier auf unseren schwarzen Farbkarton. Und zwar so, dass wir rechts oben und unten einen gleich breiten Rand haben. Oh, ich glaube, mein schwarzer Karton ist doch ein bisschen breiter als 3 1/4 Inch. Ja, so nü. Naja, egal. Also, so ein bisschen asymmetrisch, dass hier so ein bisschen breiterer Streifen ist. Das ist auch Absicht, damit einfach ja noch ein bisschen was dran ist an der Karte. Ich neige ja dazu, alles immer so mega symmetrisch zu machen und dann wird es irgendwie auch langweilig. Nachdem auf unserer Karte da sowieso sonst relativ wenig dran ist, machen wir das jetzt mal so. So, und jetzt haben wir ja hier gefalzt und hier ist ja diese Talfalz und die kommt nach außen. Und jetzt wisst ihr, was ich damit gemeint habe, dass ich den Grat praktisch hinten haben will. Weil der ist jetzt hier nämlich, dieser Grat. So, da gehen wir jetzt erstmal mit dem Falzbein ran und ziehen hier die Falz gut nach und dann falten wir das andere Teil nach oben und damit haben wir jetzt hier auf der Vorderseite der Karte nicht diesen Grat von dieser Schnittkante, weder hier oben noch hier. So, das legen wir auch schön gerade auf, ziehen auch hier die Falz gut nach,
Weil dann steht uns hinterher die Karte nämlich nicht so arg auf. Wenn wir hier gut nachfalzen, dann bleibt die Karte hinterher gut zusammen. So. Gut, dann haben wir noch ein Band. Das ist hier und zwar das glitzernde Organdi-Band in Weiß. Das finde ich sehr schön und außerdem ist dann auch gleich ein bisschen Bling-Bling auf der Karte drauf. Können wir uns das dann auch sparen. Natürlich könnte man jetzt auch ein Schleifchen binden, weil wir wollen ja heute schnell sein. Deswegen binden wir einfach nur einen Knoten. Schauen wir mal, wie einfach das jetzt wird. Das ist nämlich der zweite Versuch, dieses Video zu starten. Weil das erste Mal habe ich mich ein bisschen an dem Band hier aufgehangen. Und wenn man nämlich 3 Stunden an so einem Schleifchen rumbindet, dann ist es mit den 5 Minuten auch nichts, ne? So, das schaut jetzt aber schon besser aus. Straff, aber nicht zu straff, damit sich hier unser Karton nicht wölbt. So. Hierum zieht er sich, der Knoten. So zieht er sich ganz schön. Oder auch nicht. Okay, also diesmal ist der Knoten, das Band straff genug, aber der Knoten zieht sich nicht schön. Keine Ahnung, wie ich das jetzt wieder geschafft habe. Wir nehmen es jetzt trotzdem so. Dann ist das Schleifchen jetzt hier halt ein bisschen anders geschleift. So. Band beiseite. Dann haben wir wieder unseren Flüssigkleber. Und wir gehen jetzt nur auf die obere Hälfte hier. Ziehen wir das Schleifchen noch ein bisschen weiter rüber. So ist gut, genau. Nur auf die obere Hälfte hier Kleber drauf. So, bis hier in etwa. Und das Band auch ein bisschen, dass es gut klebt. Nehmen uns jetzt hier unsere Karte her und setzen das hier mittig auf, damit das mit unserem Funfold auch funktioniert. Wenn man was flächig aufklebt, dann klappt sich da nichts mehr auf. Dann ist nichts mehr mit Fold. Und Fun dann eigentlich auch nicht mehr, wenn wir es nicht mehr aufkriegen. Also, so ist es ganz gut. Schaut auch einigermaßen gerade aus. Ich gehe mal hier von der anderen Seite noch mal ein bisschen mit dem Falzbein dagegen. So, perfekt. Jetzt fehlt noch unser Birthday. Könnte man jetzt natürlich auch flach aufkleben, aber das wäre dann schon ein bisschen eichlangweilig. Da nehmen wir Dimensionals. Einmal, zweimal. Zap, zarap. Ups. Klebt an mir fest. Setzen das hier jetzt noch nach unten rechts versetzt drauf. Nach Möglichkeit gerade. Und damit ist unsere Funfold-Karte fertig. Hätte vielleicht jetzt nicht welche machen sollen, die farblich so wenig miteinander harmonieren wie diese beiden. Aber ihr seht, man kann das in verschiedensten Ausführungen machen. Und auch so, also das wäre jetzt was, was man dem Mann auch schenken könnte, finde ich. Das ist schon eher so die Mädchenvariante, aber ich finde die beide ganz cool. Ihr könnt mir ja mal in der Infobox, in den Kommentaren sagen, was euch besser gefällt. Ob ihr Team Rosa oder Team Rot seid oder vielleicht eine ganz andere Farbe nehmen würdet. Ich finde es auf jeden Fall ganz cool. Ich finde, es ist eine schnelle Idee. Ihr seid fix fertig damit, könnt eine ganze Charge damit machen. Und manchmal muss es ja auch einfach mal schnell gehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei. Und bis dann. Tschüss.